So, hallo YouTube, es gibt mal wieder was zum Unboxen und da könnt ihr gerne dabei sein. Wer vor kurzem das letzte Verkaufsvideo vom Stefan 123321 gesehen hat, da ist ihm vielleicht aufgefallen, dass der mich ganz zum Schluss beim letzten Messer fast schon genötigt hat, ein Messer zu kaufen. Also ich wurde da benannt und mir wurde das Messer empfohlen. Er ist da nochmal kurz zurückgerudert mit seiner Empfehlung, weil er gemeint hat, das Messer hier, das ich hier dann auspacke, ist eventuell zu klein für mich, für mein Beuteschema. Ansonsten wird alles passen. Stefan, da kann ich dich beruhigen. Die Größe wird auch passen. Das bin ich mir ziemlich sicher, weil eins von meiner Lieblingsmesser ist ja auch zum Beispiel das Techno. Und ich vermute fast mal, dass das Messer da drin sogar noch ein Stückchen größer ist als das Techno. Volumen haben wir bestimmt auch genauso viel wie bei dem hier. Gut, wollen wir einfach mal reinschauen. Das Paket ist wasserdicht verpackt, wie es ausschaut. Und drum gehen wir da einfach mal ein bisschen rabiat vor. In der Hoffnung, dass wir nichts kaputt machen. Aber wird schon gut gehen. Ja. Da haben wir schon. Fühlt sich schon gleich schwer an. Ein Bäckchen Fisherman's Friend. Ich weiß gar nicht, wie er da drauf kommt, weil die Bäckchen tauchen bei mir ziemlich oft auf bei Instagram, aber ich wüsste nicht, dass der Stefan da dabei ist. Danke dafür, hast du gut getroffen. Hier ist noch eine kleine Dreingabe. Oh, ein schönes Schweizer Messerchen. Danke auch dafür. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Es ist also ein Messer von Brian. Brian Fellhölder heißt der Mann. Ich sehe schon, das ist genauso massiv gemacht. Noch massiver als das Techno. Also zumindest die Griffschalen sind um einiges massiver. Ich werde es dann gleich mal ausmessen. Und wie man an der Gesamtlänge sieht, werde ich da keine Probleme haben bei dem Messer. Passt mal also wirklich gut in die Hand. Und ja gut, beim Stefan seinen Händen schaut es immer ein bisschen anders aus, aber jetzt wenn man so Handschuhgröße 8 hat oder 9 oder so, dann ist es eigentlich ein ganz normales Messer von der Größe her. Und vor allem, es hat ja richtig viel Volumen und auch die Klinge ist ziemlich stark. Ja. War eine gute Empfehlung von dir, Stefan, und von mir war es ein guter Kauf. Und ja, das war's auch schon. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.